Herzlich willkommen, liebe Freunde, ja, zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Wir befinden uns hier auf einer Insel, wo unser Schiff ankert. Das wird wahrscheinlich auf der anderen Seite sein. Ich bin auf der Suche nach zwei Verschollenen, beziehungsweise laut des Logbuches Piratengold, bin ich auf der Suche nach Jones und Ned. Das können wir hier lesen. Wahrscheinlich so eine Art moderne Version von Robinson und Freitag. Ach, da oben lunzt doch jemand. Und zwar ein Inselwaran. Ja, den werden wir wahrscheinlich irgendwann mal treffen. Ja, gucken wir erstmal in meinem Inventar nach. Was haben wir denn da eigentlich? Wir haben leider nur 77 Pfeile. Haha, das ist wenig. Dann gucken wir mal, können wir uns noch besser ausrüsten? Ring der Gewandtheit, Ring der Macht, Stärke und Geschicklichkeitsbonus und Lebenskraft mehr habe ich nicht. Irgendwas unten noch. Ein Fass mit Fisch. Okay, können wir es aufmachen? 10 Fische erhalten, okay. So, was ist das? Eine silberne Schale in Holzoptik. Okay, wahrscheinlich wegen der Elhiva-Version geschuldet. Wird das falsch dargestellt? Okay, macht aber nichts. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden mal weiter gucken, was es hier alles so gibt. Auf was wir noch so treffen. Also hier ist eine schöne Bank. Ach, das ist so, das ist gemütlich. Hier könnte man picknicken, ne? Ach ja, das erinnert mich an wirklich realistische Bereiche, bei denen ich auch spaziere. Hier geht es links runter. Da war ich ja. Und hier geht es hoch. Jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Was kommt denn da? Ein Kräuterchen. Kräuterchen. Eine Heilpflanze. Ah, ja. Oh, da oben ist wieder was. Oder sind das nur, ist das nur ein Baumstorke? Das sind ein paar. Oh, was ist das? Ach, das ist so ein Insel-Scavenger. Oh, war ja. Nee, Wald. Ein alter Waldscavy, der mich gleich platt macht. Okay. Nochmal laden. Vielleicht kann ich ja was mit meiner Nahkampfwaffe was ausrichten. Da ist er ja schon. Ich werde mal versuchen, gegen die Wand zu drängen. Vielleicht bringt das was. Oh. Ja, diesmal. Der kann aber auch zuhauen, Leute. Ah, ein Hacker und schon ist Gemecker. Mistomat. Dann sollte ich doch mal versuchen, nicht wieder wegsteckt und mit dem Feinbogen ihn vielleicht maximal einmal zu treffen oder zweimal. Was hier auch gar nicht viel bringt. Oh, okay, ein paar Pfeile hat es mich gekostet, aber dafür habe ich auch noch was abgekriegt. Ach ja. Oh, hier haben wir schöne Wurzeln. Krabbenmoos, ach nee, das ist hier Bergmoos und Krabbenmoos. Ja, was will ich essen? Ich will was essen und zwar mal ein paar Heilpflanzen. Es ist zu lange her, dass ich hier auf dieser Insel war, deswegen muss ich gucken, wo noch was kommt. Oder ist ein Vorsprung? Nee, eine Brücke. Eine Brücke. So kurz gucken, was ich eigentlich hier im Charakterprofil habe. Na, ich brauche noch ein paar hundert Pünktchen. Ja, ein paar tausend Pünktchen. Okay. Magiewissen 61. Ah, es ist wieder so eine enge Gasse hier, so eine Felsspalte. Was ist das? Das ist auch ein Feldräuber, der heißt bestimmt anders und hat so einen grünlichen Touch. Speichern. Herrjemini. Spannend. Und da hinten bewegt sich auch noch was. Ach, das ist auch noch ein anderer Feldräuber. Und wir können unser Schiff sehen, die Albatros. So, grüner Feldräuber, na siehst du. Und der kann auch schon ordentlich zuhacken. Das will ich nun mal so hier an der Stelle mal gezeigt haben. Da wollen wir mal gucken, ob er mit Pfeil und Bogen umgehen kann. Nee, das bringt nichts. Da brauchen wir gar nicht weitermachen. Ja, das kommt dann aufs Glück an, nicht? So, ich muss noch mal einstecken und wieder rausholen, sonst mache ich keine Treffer. Das ist ein alter Gothic-Fehler. Also nachdem ich neu geladen habe und gesaved habe mit gezogener Waffe,
Und so ein bisschen zurück. Er hat, ja genau, immer so, wenn er zu, ich mache ja gar keinen Schaden. Er macht Schaden, ich mache gar kaum noch Schaden. So. Ich muss meine Kampfstrategie ändern, die hier zum Erfolg führte. Oh, Grollerzange. Da wird mir bange. Ja, was kommt noch? Was kommt noch? Da hinten ist ja noch so ein... Noch so ein alter... Vogel da. Los, schrei! Ja, er schreit. Oh, da sind gleich zwei. Nee, die will ich nicht haben. Ich will nur einen. Okay, zweimal zuhauen. Weggehen. Und dann hat er mal versucht, mich zu natzen. Was er ja auch geschafft hat. Also hier muss man bei diesen grünen Feldräubern auf dieser Insel doch noch seine blutige Taktik ändern oder beibehalten, die auch sehr viel Lebensenergie kostet. Ach ja, aber dafür gibt es ja noch einen hier um die Ecke. Hier werde ich hoffentlich genauso in dieser Taktik bezwingen können. Ja, da ist er doch schon. Ah, wollte ihn eigentlich runterschmeißen. Was haltet ihr denn davon? Oh, war ja nee. Und er hat mich sogar im Sprung gekillt. Ja, ja. So, ich hau jetzt zweimal zu. So, dann haut er mal zu. Ah, jetzt bleibe ich hier natürlich hängen. Also gerade hier in den Gassen da irgendwelche Feldräuberches zu erledigen, ist ein bisschen, gestaltet sich hier an dieser Stelle etwas schwierig. Ach, da unten ist auch der Strand. Wo wir da Strandgut, so ein bisschen Strandgut gefunden haben. So. Jetzt weiter absuchen. Bin höchst gespannt. Was liegt hier? Nee, das ist Textur. Achso, das ist gar nicht. Ja doch, das sind die. Das sind Feuerwaran und Warane. Und die habe ich mich nicht rangetraut, als ich hier strandete. Liegt hier was rum? Nee. War spannend. Schon wieder so eine Höhle hier. Oh, weia. Ja. Der Pfad. Oder geht es hier noch weiter hoch? Und da sind mal viele Leute. Sag mal, habt ihr sie nicht mehr alle? Auch mach mal ein paar Warane mehr da drauf. Dann gibt es dann hier... gibt es dann auch mehr Experiences? Ich fasse es nicht. Das sind ja mindestens 30 Stück oder so. Okay. Ach, da oben ist einer. Ich werde den... Ja, ja, ja. Guckt mal, was er macht. Hey, hallo, ich bin der Inselwaran. Und ich stepp den... Nicht den Bären, sondern den Waranentanz. Ja, das kostet mich Pfeile. Das ist dull. Nee, das ist mir zu viel. Kann ich denn eventuell noch einen klugen Spruch hinterlassen? Hier zum Beispiel Feuerpfeil. Na, das ist doch gut. Bevor ich das aber mache, speichere ich mal lieber. So, gucken, vielleicht brennt er so ein bisschen an. Nö, das bringt nicht viel, oder? Vielleicht beim zweiten Mal. Nee, der hat eine zu harte Haut. Da werden wir das nicht schaffen. Okay, lassen wir nochmal oben steppen. Da fliegt er runter. Ne, er fliegt nicht runter. Er macht auf einen auf Pantomime. Unsichtbare Wand. Auch schön. Ha. Lauflieder. Heute, ich weiß nicht, was soll es bedeuten.
Es geht hoch. Uah. Ah, ich dachte schon, das wäre irgendwie eine Echse oder sowas. Oh. Da ist wieder, ah, da haben wir wieder so einen Waldscavenger und da oben eine Blutfliege. Heißt bestimmt auch anders. Ja, Waldscavy, what do you think about my sword here? Okay, stumm. Er darf mich nicht nochmal treffen. Was er dann doch getan hat, Herrgott, Sakramentum. Jetzt ist mir das egal. Ich hau den Scavenger jetzt mal eins auf Maulinger. Ach ja. Hilfe. Bloodfly im Anmarsch. Hab ich sie natürlich wieder völlig ignoriert. Ich glaube, da kann ich nichts machen. Außer flüchten. Was essen. Abspeichern. Und den Varan beim Tanzen da oben auf der Brücke zusehen. Ah, ein Glück. Wow. Ja, ich gehe doch mal auf den Trank. So. Und die Blutfliege am besten auch. Im Säbelchen. Erledigen. Weil ich muss mit dem Pfeilen sparen. Da ist er ja. Wie heißt sie denn? Die Blutfliege. Warum? Sturmfliege heißt die. Aha, Sturmfliege. Auch gut. Oh, die lässt sich gut killen. Jedenfalls die hier. Sturmfliege. Gut, jetzt sind wir hier auf dem Plateau. Lass uns mal gucken, was wir an Heilkräuterchen haben. Ja, ein bisschen auffüllen, die Lebensenergie. Ja. Ich höre doch wieder was. Ach, da oben kann man raufklettern. Da komme ich wahrscheinlich zu diesem Varan-Heinz. Und hier gibt es nichts, außer dass es hier einen Weg runterführt. Wobei ich die Vermutung habe, dass es runter zum Strand geht mit den 10.000. Oh, was macht der denn jetzt? Mit den vielen Varaningern. Obwohl. Ja! Da ist ja der Varaninger. So. Jetzt nochmal versuchen, den Varan zu locken. Mit Pfeil mache ich keine Treffer und mit dem Feuerpfeil, das kann dem nichts anhaben. Jetzt ist er weg. Das war doch hier der steppende Varan, oder nicht? Wieso ist denn der jetzt weg? Hat sie ihn doch nach unten gedallert. Aha. Okay. Von mir aus. Eine schöne Insel. Oh, Feuernessel. Was haben wir denn hier? Oh, hier zischelt. Bestimmt ein Höhleneingang. Mann, oh Mann, oh Mann, ist das aufregend. Gänsehaut. Ich mach's mal schrittweise, also nicht denken. Ich weiß, ich kenne das auch von mir, dass. Ach, schaut mal. Der Startbildschirm, beziehungsweise ein Ladebildschirm. Hier ist das Motiv her. Mit den riesen Papapapelzen. Papelzen. Boah, boah, boah. So, das heißt also. Aha, da hinten kommen wir wieder raus. Das heißt also, ich habe hier jede Menge grüne irgendwas da unten unter mir. Wie ich das jetzt schaffen soll. Das ist jetzt die Frage. Wie sollte ich mir mal einen Überblick verschaffen? Nicht so! Oh. Und zwar, indem ich auf so einen Pilz springe und mich tausendmal verletze. Oh, super klasse. Ja, ja. Oh, da hinten ist noch so eine lustige Höhle. Hier geht's irgendwie raus. Oh, noch so ein Vieh.
Ja, ja. Grüne Feldräuber pflastern seinen Weg. Roland. So. Können wir mal gleich einen Baumstamm einheimsen. Ein Glück. Also das ist wirklich eine Insel, die ist ja gespickt mit sehr, sehr, sehr vielen. Weiß der Geier was. Also. Scavenger. Warane, Feuerwarane. Da kommt man ja gar nicht klar, wenn man so schwächlich ausgerüstet ist wie ich. Hat jemand einen Tipp? Ich meine, ich habe noch kaum Erfahrungspunkte, deswegen, oder hier lernt, ja, Erfahrungspunkte, da fehlen mir ja noch 3115 Punkte. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Jetzt habe ich mich natürlich hier durchgewurschtelt. Das sind nämlich alles so Viecher, die so gerade auf der Grenze sind. Wo man tausendmal probieren muss, bis man sie gekriegt hat. Da ist noch eine Blutfliege in der Nähe. Das will ich hier keinem zumuten von Zuschauern. Sturmfliege. Hier ist noch eine Brücke. Und überall pickt es. Hammer, Hammer, Hammer. So. Bin so geplättet und geschockt. So, mittlerweile bin ich wohl im Kreis gegangen. Aha. Wo? Irgendwo wahrscheinlich unten. Nee, du sollst hier hochklettern. Wahrscheinlich lauert da oben schon einer auf mich. Mann! Ich hab nicht so die Lust, da oben hochzugehen und einen weiteren Überraschungseffekt zu erwarten. Aber was soll's, da sind sie ja. Ja, diesmal haben sie keinen Sound. Wo bleibt denn hier der Scavy-Sound? Wo bleibt denn hier meine Waffe? Wie angewurzelt bleibt Roland stehen, weil er es nicht glauben kann, dass hier nur ein Gezücht und ein Geviech ist. So, und hier sollte dann so ein alter... Da ist er! Nee, ein junger Waldscavenger. Ja, und weiter geht's. Weiter geht's. Da ist wieder einer. Das ist wieder so ein Jungen, ne? Nee, das ist wieder ein alter. Was soll denn das? Aber er bleibt hier hängen. Ein Glück, dass seine Hackfolge dann gefreezed ist, wenn er da hängen bleibt. Ja, das ist das die einzige Möglichkeit, die Schwächen der KI in Gothic auszunutzen und dann sozusagen die wilden Biester zu erledigen, die mich aber trotzdem noch sehr, sehr schaden. Ja, wirklich, ach, das alles hier oben. In einem Kräuterchen latsch ich hier hoch. Blut verschmiert. Nein. So kann das nicht weitergehen. Ja. Ach, da kann man über die Brücke. Mhm. Ja, vielleicht sollte ich mal die oberen Spitzen da... Erstmal hier die oberen. Mal gucken. Erstmal hier eine Übersicht finden. Aha. Ah, ja, siehst du? Da sind wir. Ja. Okay. Ja, gehen wir mal hier unter die. Unter die Athleten. Hätte ja auch darum balancieren können, aber mein Gleichgewichtssinn ist nicht so toll. Oh, da hinten gibt es noch so eine Brücke. Baumstammbrücke. Hier ist was. Eine Weidenbeere. Ja, das ist wirklich sehr wertvoll. Eine Weidenbeere, die wertvoll ist. So, machen wir nochmal einen Jump. Oh, 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 oh. Noch eine Weidenbeere. Ein Piratentagebuch V.
Jonas Jones Truhenschlüssel. Hoopsie Daisy. Entermesser. Da gucken wir doch mal gleich, was im Piratentagebuch 5 zu sehen ist. Das wird... Moment mal. Das ist dann hier Band 1, Band 2 und das ist der letzte Band. Ob es Band 5 ist, das steht leider hier nicht. Aber lesen wir es trotzdem mal. 65. Tag in den Bergen. Das war Jones. Und zweite Seite ist der 68. Tag. Okay. Das Vieh hat mich bis hierhin verfolgt und das... Ja, alles klar. Dann wissen wir, dass das hier... Jonas Leiche war. Skelett. War doch eins hier, oder nicht? Ich dachte, ich hätte ein Skelett gesehen. Mein Gott, jetzt habe ich schon Halluzinationen. Gut, also dann wieder zurück. Jupp. Du sollst mal springen. Wieso springst du nicht? Aber nicht in die Tiefe. Tolle Nummer. Oh. Um das Ganze nochmal hier zu wiederholen, weil ich gerade eben in die Tiefe gestürzt bin. Hier ist doch ein Skelett. Schon Truhenschlüssel. Entermesser. Piratentagebuch. Und eine Weidenbeere, die sich hier befindet. Und der Ordentlichkeit halber werden wir mal das letzte Buch lesen. Ja, das letzte Buch, deswegen heißt es auch das letzte Buch. Weil nämlich er hier als Skelett da, ne, seine letzten Zeilen verfasst hat. Gut, bevor ich hier wieder den gleichen Fehler mache, lecker speichern. Ah, Akrobatik auf der Insel, ich mag es nicht. So, jetzt. Nee, mir ist das zu riskant, darüber zu balancieren. Obwohl, ich glaube, wenn man Shift gedrückt hält, dann kann man nicht abstürzen. Kann mir das jemand bestätigen? Oder kann ich selber hier ausprobieren? Ich drücke mal Shift. So, damit ich langsam bin. Oh, das sieht nicht gut aus. Okay, auf jeden Fall ist es stabiler. Auf jeden Fall ist das eine stabile Art, da rüber zu gehen. Junge, ja, den haben wir ja schon gehabt. Ja, liebe Leute. Tut mir leid, dass es hier so gebirgig ist. Aber was heißt, es tut mir leid, da bin ich ja nicht dran schuld. Das hat der Grafiker gemacht. Der 3D-Grafiker. An dieser Stelle mal ein herzliches Kompliment und herzliche Grüße. Mal gucken, war ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Genau, von hier aus bin ich gekommen. Hier geht es nochmal rechts runter. Zu einer Heilpflanze. Und hier ist noch was. Wieso ist da niemand? Ich höre nichts. Ach, hier ist das Gesträuch. Ach so, da ist... Ein stummer Scavy. Warum das so ist, weiß ich jetzt nicht. Obwohl, ich habe immer die letzte Version vom... Das ist auch noch so ein alten. Ah, ich schaffe ihn nicht. Oh, ist eine Serie. Oh, Mann! Ah, dieser Baumstamm hier... Ich wollte gerade sagen, ist eine gute Deckung. Jetzt kommt er von hinten. Auch diese Dinger sind perfide und fies. Ach, das wird auch wieder nix. Schaut mal hier, wie er rumkommt. Das ist nicht zu fassen. So, den habe ich mit zwei Pfeilen erledigen können. Das ist der alte. Da hinten ist ein Junger, so wie mir aufgefallen ist. Moment mal, habe ich die schon hier... Nicht zu plündern. Ja, ich habe die schon geplündert. Hier habe ich was gesehen. Ja... Blöde, dulle Heilpflanze. Natürlich. Lustig. Guckt euch das mal an. Im Inventar diesmal gespannten Bogen angezeigt. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Absolut lustig. So, wollen wir uns mal an den Pilzen versuchen. Weil ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass ich dann was steigern könnte. Beim Dunkelpilz. Ja! Ja, Mana! Es hat Mana gegeben. Mana, Mana. Plus 5, 5, 5. Mana, Mana. Plus 5, 5, 5. Ja. Das ist doch eine schöne Sache. Ja, den Jungen werden wir wohl noch mal mit dem Rasiermesserchen hier mal ein bisschen kürzer
schneiden. Oder auch nicht. Sag mal, was holt denn der so komisch aus? Ich mache immer die gleichen Tastenkombinationen und dann macht er so komische Kombos. Oh, ein Bloodfly. Nee, noch nicht. Noch nicht. Lass mich erstmal picknicken. Ja, okay. Wenn das wir Mana haben jetzt, werde ich dann mal zur Abwechslung mal ein paar Heilpflanzen essen. Knobs, Knobs. So, schauen wir, was es noch gibt. Ja, da hinten ist noch was. Ein Pflänzle. Überlege die ganze Zeit, ob ich bei mir in meiner Nähe, wo ich ganz gerne mal spazieren gehe, hier auch so eine Kaste. Ha! Gegend habe, bei mir in der Nähe. Habe ich nicht. Ich habe einen Baumstamm gefunden. Das heißt also, ich kann mal wieder Pfeile herstellen, beziehungsweise Pfeilschäfte. So, Blutpflege, ich weiß, dass du willst. Ich will es auch. Okay. Die kommt, die ist jetzt da runtergesackt. Jo. Das ist so. Die ist leider zu dumm gewesen, mal hier die Brücke als Comanche-Funktion zu nehmen. Ah, ein Pilz. Comanche. Oh, und was ist hier? Butterfleisch. Hier hat jemand was, irgendwas eingeritzt. Es sieht aus wie eine Nut. Habe ich schon gesagt, Kompliment an den 3Dler. Was ist denn hier los? Piratentagebuch 3. Schöner Tisch, aber keine Stühle. Weltnöterich, Weidenbeere. Und dann lesen wir mal das Piratentagebuch 3. 3, da ist der dritte Band. Quest Piratengold. 50. Tag Felseninsel, Fliegenscavenger, seltsame Krabbeltiere, ist klar, 55. Tag, 58. Tag, da wir nichts mehr zu essen haben. Will nett in das Tal mit den Riesenpilzen. Aha, da wo ich eben schon mal war. Leider gibt es auch diese komischen Viecher. Komischerweise kann ich dem sehr nachvollziehen. Ach hier, das Tal der Riesenpilze, da ist es ja. Aha, kommen wir hier auch sozusagen. Ein Blick darauf. Auch hier ist wieder eine sackende Gasse. Das heißt, wir müssen wieder runter. Und wie wir das machen mit den Riesenpilzen, das erfahrt ihr, nachdem ich mal gesprungen bin. Ja! Alter! Nicht in den Tod! So. Von hier aus bin ich ja gekommen. Ne? Hier geht es nicht weiter. Richtig. Mein Gott, ich muss mir das irgendwie aufzeichnen. Das ist ja wirklich verführerisch, sage ich schon. Das ist schon wirklich sehr verwirrend. Aber Netztruhe. Ich muss doch noch irgendeine Truhe finden. Ich meine, die ist bei den Pilzen. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie vor Jahren, als ich das mal auf dieser kleinen Insel war, hätte ich sowas gesehen. Aber ich will nicht zu viel verraten. Noch viel Zeug zu erledigen. Zum Beispiel hier durchzugehen, wo ich noch nicht war. Und gucken, was es hier wieder, was hier wieder auf mich lauert. Okay. Spannend. Wo ist denn meine Hütte eigentlich? Hä? Was ist denn das da hinten? Sehe ich das oder ist das... Ist das eine Texturfehler? Ich dachte, da wäre irgendwie so ein Belia-Schrein. Da hinten. Weil das so dunkel ist, da an der Stelle. Ach, da ist. Da steht eine wieder. Stepping Varan. Ah, hier eine Goblinbeere. Ja. Ja, und nu? Irgendwer hat mich gewittert. Weiß noch nicht wer. So, ich muss alle Wege ausprobieren, durchprobieren, wegprobieren. Aha, aha, aha. So. Ja, nee, ne? Keine Lust.
Keine Lust auf das Gezücht. Probieren wir es mal so. Dann Kuckuck. Ah, beide sogar. Kommen denn beide um die Ecke oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Bleiben da hängen. Beide sogar. Ne, sind beide zu fett, kommen nicht rüber. Was heißt das? Ah, das ist natürlich sehr riskant, ne? Soll ich das mal so machen? Nee, das bringt nichts. Oh, gut, dass man im Sprung noch lenken kann. Ah, dramatische Kämpfe hier. Aber das ist gut, dass sie so ein bisschen hier hängen bleiben. Und hier kommt langsam nach vorne. Gucken. Vielleicht kann ich ihn von hier aus durch die Wand treffen. Nein. Ich will hier kein Risiko eingehen und noch ein bisschen was mampfen. Am besten auf die Schnelle mal einen Trank. Ja. Ja, siehste, siehste, siehste. So geht's doch. Ja, mit viel Geduld. Ein junger, ein grüner Feldräuber und ein junger Feldräuber. Das heißt, den könnte ich ja dann, wenn er da die ganze Zeit die Wand knutscht. Oh, oh, oh. Okay. Jung, aber gewandt. Okay, dann habe ich das hier auch schon mal gereinigt. Ja. Ich werde an dieser Stelle diese Folge beenden. Schreibt Kommentare und gebt mir einen Daumen. Achtet auf das Glöckchen. Und wir sehen uns wieder. Ich würde mich freuen. Ciao.